Moin YouTube, der Onki hier. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind im zweiten Teil von Gas Station Simulator. Und da kam ein Auto. Schauen uns das jetzt einfach mal weiter an. Wie weit wir da gehen können, was noch kommt. Ja, läuft schon mal gut. Was zum... Hier fehlt das Dach. So, jetzt haben wir's. Ich musste das Spiel etwas einen alten Spielstand laden, weil der neue einfach nicht geklappt hat. So, beim letzten Mal sind wir stehen geblieben. Da muss man noch das Gemälde aufhängen. Das habe ich jetzt leider schon gemacht. Aber wir kaufen jetzt zwei Regale. Regale. Einmal Erfrischungsgetränke. Und einmal Snacks. Yes. Kaufe zwei Regale, platziere drei. Das fängt schon wieder gut an. Kaufen wir gleich ein drittes. Was war das jetzt? Lieferung, Dekoration, Dienstleistungen, nee. Einrichtung da. Noch mehr Snacks. So. In meinem Rucksack sind Regale drin. Jo. So. Dann haben wir noch eins. Haben wir die Aufgabe auch erledigt. Das ist eine Fummelei, aber gut, geht schon. Okay. Einrichtung. Parkplätze. Muss ich kaufen oder was? Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Gehen wir dem mal Benzin. Ebenso. Wo war denn das? War das hier? Das war hier, ne? Das Erste, was wir machen, ist auf jeden Fall tanken. Wieso leuchtet da eine Wand rot? Das ist die Frage. Ich meine, wir haben ja eine Tankstelle, da könnte man ja ruhig auch mal tanken. Wieso geht das nicht? Geht nicht. Dann müssen wir das mit dem Kanister machen. Wir hupen da. Ja, Alter. Chill, Bro. Ich bagger dich gleich weg. Ja, dann tun wir den Sand hier weg. War denn das Loch da hinten? Ich
Diese rote Wand da hinten geht mir jetzt schon auf den Keks. Aber gut. Dann machen wir zuerst mal den Typen da, der nervt. Noch ein kleineres Loch geht da nicht, oder was? Wow, super! Ja, natürlich super. Was ist das? Der Wand, da ist dieses Regal, ne? Fällt mir schon besser. Werden wir da schon was anderes reinstellen? So, Benzin. Halb voll. Muss ich zweimal fahren. Der Turbo, ja, ist ja. Bringt nicht allzu viel. Dann laden wir den Schmutz aus. Und dann werden wir schon Parkplätze kaufen. So, alles weg. Schon wieder ein Kunde. Kann man ja nicht in Ruhe arbeiten hier. So, schnell ausladen, ab zum Kunden. Wo ist er denn, der Lursch? Wo ist denn meine Tankstelle? Warum ist denn das so dunkel hier? Also, ne, geht. So, moinsen! Wie wollen wir denn? I was worried we'd be stranded. Ja, nee, nee, passt schon. Solange du Kohle mit hast, war, da ist das kein Problem. Jetzt schauen wir nach dem Computer, ob wir meine Parkplätze kaufen können. Einrichtung vor allem. Ja. Kaufen. Sehr gut. Nehme Anruf vom Onkel entgegen. Jetzt ruft der Lurch schon wieder an. Hat der nichts Besseres zu tun. Moinsen. Ich sehe, läuft das Geschäft gut. Ich rufe an, um dir zum erfolgreichen Start zu gratulieren. Aber man kann ein Geschäft nicht nur mit Benzin betreiben, scheinbar bei Leuten. But you can't run a business on fuel alone. I've had a few of my people deliver some extra stock for those. Ja. Das schreibst du mir wahrscheinlich alles nochmal schön per E-Mail. Darlehen. Mhm. Gut. Haben wir schnell gelesen. Das wäre ein Förderband. Ich habe noch nicht mal ein Förderband. Naja. Ein bisschen Benzin hier. Dankeschön. Gute Fahrt. So. Wie viel haben wir denn da noch? Weiß ich nicht. Kann ich das im Computer gucken? Tankstelle. Profil. Ah ja, noch mehr als die Hälfte. Ja. Okay, ja, das Prinzip ist halt immer das gleiche, ne? Wie beim Döner-Simulator oder Supermarkt-Simulator oder whatever. Aber gut. Gibt's dann auch mal einen Carwash. Ein Q
Kunden an der Kasse bedient. Naja. Was auch immer wir hier bauen, wird hervorragend. Ich würde ja gerne Kunden an der Kasse bedienen, aber es kommt kein. Ach du. Hier geht's rein. Ja. Husch. Husch. Willst du denn Schnecks? Was zu trinken? Jetzt geht's hier richtig los. Na, der andere was geklaut, nee, ne? Ja, dann gib her. Den Lusch. So. So, da kann ich das Ding, aha. Ich verstehe das Prinzip. Okay, das macht Fun. Was kaufst du alles ein hier? Natürlich. Herzchen. Was ist denn das hier? Molto Buongiorno. Ja, ich bin schon da. Ich habe nur zwei Hände. Herzchen. So, Düsseldorf und schönen Tag noch. Alter, zieh dir was an. Schaut auf. Nein. Was gibt es denn? Ein bisschen Kuchen. Hier, Limo. So viel Zucker tut ihr nicht. Sehr gut, gell? Na dann. Ja, natürlich. Bezahle das Darlehen am PC. Dienstleistung, Darlehen. 400 habe ich. Dann mal 100. Okay. Der Onkel aller. Da muss ich noch ein bisschen was verdienen. Wenn keine Kunden kommen, ist es auch schwierig, ne? Die machen auch einen Dreck, sage ich. Ah, die Mutti braucht Stoff. Bin bereit. Awesome. Der Benzin kostet ja aber auch nichts. Kann ich die Benzinpreise hochdrehen? Nee, kann ich schon nichts machen. Okay. Ah, oh, sie will noch was kaufen. Ich bin bereit. Was gibt es? Lecker Limo. Schmeckt das. Ja, jetzt hupt er da draußen schon. Ich komme. Machst du einen Wocheneinkauf oder was? Oh ja, ja. Geh weg. Wer hat denn hier gehupt? Keiner da. Jetzt ruft er schon wieder an. Momentchen, Onkel ruft an. Hey, Pong. Where's our goddamn money? Ja, bist du? Autsch. Alter. Was? Okay. Das war's, Leute.
Wir müssten das Darlehen schnell zurückzahlen. Sonst kriegen wir aufs Maul. Das kann ich jetzt Umfrage starten. Also, nee. Jut. Naja, gut. Dann war's das. Ja, ist ganz nett, das Spiel. Ich guck mal, vielleicht machen wir das. Wer weiß. Mal gucken. Ihr könnt ja Likes da lassen. Wenn es euch gefällt, dann kaufe ich's und wir spielen das mal als Let's Play oder eben auch nicht. Gut, bis dann, euer Onkel Schütteldorf.